Heute wird's royal und zwar nicht wegen mir und nicht wegen ihm, sondern wegen dem neuen Bier von Meisel & Friends. Das Royal oder Royal Pale Ale. Wie man es genau ausspricht, werden wir jetzt gleich herausfinden, denn wir gehen oben zur Präsentation. Wir sind jetzt hier im Brausaal. Das Geile ist, wir sind die Ersten. Draußen steht das Foyer schon voll und es sind echt viele Leute da. Und das Größte ist, ich bin massiv underdressed. Aber das ist egal, denn es geht nicht um mich, sondern um das Bier. Brüt Pale Ale. Was ist das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, aber dafür habe ich jemanden bei mir, der sich damit auskennt. Alex, der Biersommelier. Brüt für Knochentrocken. Ein spritziges, mussierendes, herrlich hopfenaromatisiertes Pale Ale. Ein hammergeiles Bier. Prost. Mehr braucht man dazu erstmal nicht sagen. So, Jeff. Am Ende steht da auf der Flasche ja dein Name drauf. Das ist ja schon ein krasser Vertrauensbeweis für dieses ganze Project Meisel, also was man den Azubis überhaupt entgegenbringt am Vertrauen. Wie bist du auf die Idee überhaupt gekommen? Die Idee ist nicht meine Idee, sondern auch eine Teamidee wieder. Die Eva Bloss hat gesagt, wir machen eine Brauertaufe, wir müssen irgendwas machen. Da wird aber immer nur einer oder zwei nass und es sind auch nur die Brauer. Und ich weiß nicht, wer es hat gesagt, wir müssen das ganze Team mit reinnehmen. Und dann wurde diskutiert und irgendjemand hat gesagt, lass die doch ein Bier brauen. Und ich habe gesagt, das ist eigentlich die beste Idee, die wir haben. Aber wir lassen die nicht nur ein Bier brauen, wir lassen die es komplett entwickeln. Vom Etikett, nee, vom Rezept bis eben zum Etikett bis zur Veranstaltung. Und so stehen wir heute da. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. First things first, okay? Ah, sehr lecker. Oh, jetzt hätte ich mit dir angestoßen. Aber das wievielte Bier ist das jetzt überhaupt aus dieser Reihe Project Meisel? Das ist jetzt sozusagen das vierte Azubi-Bier, wenn man das so sagen darf, aber das ist eigentlich viel zu, ja, das ist zu flach gesagt. Das ist wirklich das vierte kreative Bier aus dem Projekt, das wir jetzt nach außen geben dürfen und heute ein bisschen feiern dürfen. Cheers. Du hast vorhin gerade noch von Mut gesprochen. Ich finde, es ist gar kein Mut, wenn du dir anschaust, was die Jungen heute auf die Reihe bringen, muss es unsere Herausforderung sein, die Jungen noch mehr in Verantwortung zu bringen, ihnen mehr machen zu lassen. Weil jetzt haben vier Generationen Auszubildende bewiesen, alle geile Biere, alle geile Konzepte, jedes anders. Die Biere sind gut verkauft worden und trotzdem haben sie noch keine führenden Positionen bei uns. Also wir haben noch was vor uns. Ja, danke dir, Jeff, für deine Worte, für deine Zeit. Ich habe da hinten den Macke gesehen, lass mal darüber gehen. Erstmal Prost. Ich stehe jetzt hier mit Macke, eigentlich sogar schon zum zweiten Mal, weil der liebe Simon nicht auf Rec gedrückt hat. So schaut's aus, schon zum dritten Mal fast, aber egal. Für jedes Mal, dass du nicht auf Rec drückst, trinken wir halt ein. Passt. So. Was trinken wir hier überhaupt und was ist das Besondere an diesem Bierstil? Ne, was wir trinken, ist unser Project Meisel Bier, das unsere Azubis gemacht haben dieses Jahr. Das ist ein, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich glaube, man sagt Brü, weil es aus dem Französischen kommt, also Brü Pale Ale. Mei, das kommt daher, also so ein Sekt, so ein Wein ist ja sehr hoch vergoren, das ist sehr trocken, mit wenig Restsüße, also wenig Restzucker. Und es war auch das Ziel von dem Bier hier, dass man quasi so ein sehr schlankes Bier macht, das eben dann auch leicht zu trinken ist, gerade im Sommer. Das war das Ziel von den Azubis. Und ich würde sagen, es ist definitiv gelungen, saugut, solltet ihr unbedingt mal probieren. Wenn sie überhaupt die Möglichkeit ergibt, ne? Weil es läuft ja immer relativ gut. Okay, Prost. Erzähl mal bitte, wie das überhaupt für dich war, an dem Bier wirklich aktiv mitzuwirken. Also wir haben eben mit dem Jeff zum Beispiel gesprochen, ihr habt das ja wirklich von A bis Z komplett gemacht.
Ja, nachdem ja mein Beruf Kauffrau für Tourismus und Freizeit ist, habe ich halt nicht gar so viel mit dem Brauwesen zu tun. Und es war eigentlich mal ganz schön, da mal mit reinzuschauen. Wie wird denn alles eigentlich von Anfang an bis zum Ende hin hergestellt? Wo machst du die Ausbildung? Machst du die Ausbildung in der Brauerei oder? In der Bayreuther Biererlebnis. Holla, was ist denn das? Das ist quasi die Schnittstelle, also der Tourismusbereich und Veranstaltungsbereich. Oh, sorry. Kann ich nicht arbeiten. Also jetzt nochmal. Du hast... Vielleicht beenden wir das einfach an der Stelle. Ist auf jeden Fall ein geiles Projekt. So, ihr habt jetzt ein Bier gebraut. Für uns jetzt, das ist schön. Für euch, okay. Und was passiert dann damit? Also unser Bier gibt es auch im nationalen Vertrieb. Also wirklich überall. Vor allem auch bei uns im Online-Shop könnt ihr es überall zu euch nach Hause liefern lassen. Welcher Online-Shop ist das? Der Meisel & Friends Online-Shop. www.meiselandfriends.com. Perfekt. Wir haben jetzt gerade viel gelernt von dem Bier, also wie ihr das gemacht habt, haben ein paar Bilder gesehen und so weiter, Videos, wie ihr das gemacht habt. Über was für einen Zeithorizont sprechen wir da eigentlich? War das jetzt, also muss man sich jetzt so vorstellen, dass ihr das ganze letzte Jahr darauf hingearbeitet habt, oder? Also wir haben circa im Dezember letzten Jahres angefangen, also das waren jetzt circa so ein halbes Jahr, würde ich mal schätzen. War stressig? Ja. Also zum Schluss schon, ja, weil dann irgendwann der Zeitdruck kommt. Aber es hat auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht. Genau das wollten wir hören, oder? So gut, ich hatte viele Fragen. Ihr habt mir viel beantwortet. Lasst uns jetzt einfach feiern. Ja, auf euch. Auf jeden Fall. Prost. 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 Cheers. Leute. War mal wieder ein anstrengender Arbeitstag. Du bist doch drauf, ne? Wollen wir jetzt mal aufhören, die Kamera ausschalten? So.